Einen wunderschönen Willkommen zu Madden 21 Franchise New England Patriots. Spiel Nummer 5. Es geht zu Hause gegen die Denver Broncos. Ja, letztes Spiel war gegen die Kansas City Chiefs und da hat die Defense ordentlich zugeschlagen. Defense verursachte Mahomes nämlich 4 Interceptions. Davor hatte Mahomes keine einzige und dann in einem Spiel gleich 4. Hatte, glaube ich, auch nur einen Touchdown Pass geworfen. Da James White 65 Yards Touchdown Run. Und heute geht es gegen die Denver Broncos aus der Division AFC West, wo auch die Chiefs zu Hause sind. Und wir spielen in den Alternate 90s Trikots. Und Kickoff, Bailey und Broncos starten mit der Offense. Colin Kaepernick ist bei den Broncos. Was ist hier passiert? Colin Kaepernick. Wie auch immer das passiert ist, es ist passiert. Kaepernick back in der NFL und mal erste Passversuche mal. Intended for Jerry Jeudy, incomplete. He was covered by Stephon Gilmore. So, zweiter und lang. Und da ist der Sack. Patrick Chung. Patrick Chung, dritter und sehr lang. Ja, Kaepernick, also wie lange? 3 Jahre jetzt, glaube ich. Ja, da verliert man schon einiges. Colin Kaepernick bei den Broncos, was? Habe ich was verpasst oder ist das ein Gag von Madden? Und boah, der Pass kommt dann. Plötzlich First Down. First Down, Denver. Wer hätte das gedacht? Und wieder nächster Pass complete. Kaepernick's Pass complete to Cortland Sutton. A gain of 11 on the play. And the Broncos first down. Ja, guter Stopp hier, Hightower. Gordon, the Bronco ball carrier. Dante Hightower on the stop. 1 yard gain brings up second and 9 at their 48 yard line. Ich schätze mal, das wird ein Pass werden. Nein, ein Run und der kommt an die 46 Yard Linie. It's a gain of 6. And it's third down. Third down, dritter und kurz. Und der Pass ist gut. Hat hier sehr viel Zeit. Complete to Melvin Gordon. Guter O-Line Stand. Gain of 9 yards. First down Broncos. Und incomplete Pass.
Kaepernick's pass, intended for KJ Hamler, incomplete. It leads to second and 10. Oh. Macht noch ein paar Yards, Nummer 87. Dritter und 1. 9-yard gain on the play. And it's third down. Third down an der 28. Und der Lauf kommt durch und Touchdown Broncos. Melvin Gordon, der dritte. Touchdown Denver Broncos. Keine Chance für die Defense. Oh, ein schwierigeres Spiel. Sehr guter Drive von Kaepernick, der zurück, anscheinend zurück in der NFL ist. Zumindest hier in Madden 21. Brandon McManus lining up for the extra point. Hat sie gewusst, dass er vertreten ist, dass er im Ultimate Team vertreten ist, in der Yard vertreten ist mit dem Trikot. Aber dass er jetzt auch in Franchise-Modus vertreten ist, das ist mir neu. Brandon McManus to kick off for Denver. So, Kick Return an die 24 und Cam Newton kommt aufs Feld. At their own 24-yard line. 11 Touchdowns, 1000 Yards. Cam Newton, gut unterwegs. Ist wieder da, wo er schon mal war. So, und wir starten gleich mal mit einem Lauf. Oh, City-Lücke, First Down. James White. First and 10 at the 37-yard line. Und catch Jeff Thomas. Wow, 55 Yards Reception. Schafft es leider nicht in die Endzone, aber nice catch, Alter. Nice catch. Schön, und da ist die Nummer 21 dann auch noch dran. So, Cam Newton. Ah! Interception. Was macht er hier? Ei, nimm den Sack. Oh, was macht er hier? Ah, da wirft er noch zu Thomas und da steht der Verteidiger. Au, au, au. Erster Drive, Fail. Interception und Kaepernick kommt zurück aufs Feld. Oh, schwer zu stoppen hier. Melvin Gordon, the ball carrier, tackled at the 25-yard line. Die Offense. A gain of 15. First down, Denver. Ah, Hightower. Pass, complete to Melvin Gordon. A 7-yard pickup. Wir müssen was gegen den Lauf tun. At the 32-yard line. Wow! Kaepernick hat Zeit! Er hat Zeit, er kann in Ruhe werfen. A gain of 22 yards. And the Broncos first down. Oh, Alter! Number 30, Philip Lindsay, the ball carrier,
für 2 Yards. Tackle made at the 44-yard line. 2 yards on the pickup. It's second and 8. Und Copeland mit dem Tackle. He was brought down Dritter by und Copeland. 6. It's a gain of a yard. And it's third down. Third down. Stopp muss her. Und denke wieder. Wahnsinn. 91 Yards. First down Broncos. Broncos wieder an der 29. Philip Lindsay on the carry. Tackled at the 25-yard line. A gain of 4. Und das Ende des ersten Quarters. 7-0 für die Broncos. Keine Punkte für die Patriots im ersten Quarter. Und das am Homefield. Und dritter und 9. Brought down back at the 27. So, dritter und lang. Oh, Wagner. Kaepernick's pass. Was ist da los? A gain of 13 yards. Im letzten Spiel so hoch gelobt, die Defense. Tolles Spiel und jetzt. Wow, kaum zu stoppen. Kaepernick 105 Yards schon gepasst. He's out of bounds behind the line of scrimmage. Und es wird wohl einen Touchdown geben. Lindsay. Boah. Cutting moves und Philip first down. Adrian Phillips on the stop. First and goal, Denver. First and goal, Denver Broncos. Touchdown, Dan Broncos. Vitale, the ball carrier. Touchdown, Denver. Vitale. Alles leise hier im Stadion. Sind da nicht so begeistert. 13-0, die Führung. Broncos sind stark. The kick is good. Makes the score Broncos 14, Patriots 14-0, Two-Score Game. Brandon McManus. Ja, jetzt muss natürlich ein Touchdown passieren, ohne Frage. The Patriots take over first and 10 at their own 25-yard line. Jetzt muss ein guter Drive her von den Patriots. J.J. Taylor, the ball carrier. Ein Lauf für ein Yard. By Bryce Callahan. A gain of a yard. Brings up second and 9. At the 26-yard line. Ah, guter Lauf. Ah, bleibt hier hängen. James auch White, immer. The ball carrier. He's brought down Dritter at the 31. Und hier. That's a gain of 5. Brings up third and 4. Und oh, warum verliert er den Ball? Intended for Marquise Lee. Vierter und 4. It's now fourth down. Ah, das Spiel Maus. Oh. Pass. Intended for Julian Edelman. Incomplete. Result of the play is a turnover. Da kommt der Blitz und Cam Newton bringt den Ball nicht mehr auf Edelman.
Gute Feldposition für die Broncos. Alter, was ist denn los? Was haben die für eine O-Line? Unsere Defense kann hier nichts machen. Die Pass Rusher. Brings up second and four. Können hier nichts ausrichten. Wieder First Down. Kaepernick's pass complete to Melvin Gordon. Whew. A 4-yard pickup on the play. And the Broncos first down. Philip Lindsay, the ball carrier. He's taken down at the 17-yard line. 4 yards on the pickup. Second and six. Zweit und sechs. Man kann nichts ausrichten, dieser Melvin Gordon. Dritter und zwei. Jetzt muss ein Stopp her. Und vierter und eins. Und es wird ein Field Goal, Gott sei Dank. Nur ein Field Goal. Ja, 17 zu 0. Die Führung der Denver Broncos. Die Defense machtlos gegen diese O-Line der Broncos. Und auch die Offense. Ein toller Pass für 55 Yards und dann war es das auch schon wieder gewesen. Oh ja, alle laufen auf dich zu. Keiner blockt hier ordentlich. Und die 2-Minute-Warning ist da. 17 zu 0 führen die Denver Broncos. Hier im verregneten New England. Easy, easy. Oder Asiasi und Cam Newton bringt wieder mal einen Pass an. Dritter und eins. Edelman hat den Ball. Timeout. Julian Edelman. First and 10 at the 46-yard line. Thomas with the catch. First down. Jeff Thomas. 13 more yards. That's another Patriots first down. First and 10 at the 41-yard line. Marquise Lee, thank the bar. First down. Another Patriots. First and 10 at the 27-yard line. Thomas und die Patriots nehmen das zweite Timeout. Jetzt müssen Punkte her. Alles andere. Und incomplete pass. Dritter und zwei. Incomplete. Brings up third down and two. Oh. Was
Oh, geht doch zwei. Incomplete. Results in a fourth down. So, letztes Timeout genommen. 13 Sekunden auf der Uhr. Wir brauchen Harry oder Asiasi. Cam Newton gets elbowed. Touchdown! Patriots! Cam Newton läuft hier selber. Alles wartet auf einen Pass. Macht den Platz frei für Cam Newton. Touchdown New England. Vor der Pause. Doch noch. 7. Jawohl. 17 zu 7 der Neuspielstand. Und wir bekommen natürlich zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ball. Caller Drive. Jetzt von Cam Newton und den Patriots. Und ja. Letzte Sekunde. 3 Sekunden noch auf der Uhr. Kaepernick, was macht er? Ja, muss ein Kneel Down sein. Alles andere wäre. Ja. Halbzeit hier in New England. Die Broncos führen 17 zu 7. Starke Offense der Broncos. Patriots Defense. Ah, plötzlich 110 Yards, Passing Yards. Ja, die Interception von Cam Newton vor der Goal Line, an der Goal Line. Hat die Führung beschert für die Broncos. Man war am Ausgleich und dann plötzlich heißt es Interception. So, an der 27 wird gestartet. James White. Carrier. The tackle made by Kareem Jackson. 2 yards on the pickup. It's second and 8 at the 29-yard line. Und muss schon eine Newton's pass intended for Marquise Lee incomplete brings up third down and 8 yards to go. Der Newton geht selber Fumble hat den Per Newton. Loose ball. Na. Nein. Cam Newton fumbled zum 5. Mal in dieser Saison. Und Broncos sind wieder mit der Offense am Feld. Melvin Gordon, the ball carrier. The tackle made at the 36-yard line. It's a pickup of 3. Brings up kann man kein Rezept finden. Kaepernick's pass complete to Cortland Sutton. It's a gain of 10. First down Broncos. So, Kaepernick. In dein Lauf. Alter Verwalter, was ist denn hier los? Number 30, Philip Lindsay. The tackle made by Stephon Gilmore. It's a gain of 8.
brings up second and two at the 18-yard line. Denn die Denver Offense, die O-Line, it's a gain of six. Richtig stark. Denver. Ich kann unsere Defense fast Melvin nichts Gordon ausrichten. On the Adam Butler there on the tackle. Vielleicht ein Goal Line Stand. A 3-yard pickup brings up second and seven at the Patriots 9-yard line. Philip Lindsay, the ball carrier. Dante Hightower on the stop. A 3-yard play brings up third down. Ja, natürlich wird er jetzt unglaublich. Kaepernick's Touchdown Broncos. To Jerry Jeudy. Touchdown Denver. Puh. Denver Broncos 23-7. Brandon McManus lining up for the extra point. Ja, das Fumble von. Makes the score Broncos 24, Patriots 7. 24-7. Wieder an der 27. The Patriots take over first and 10 at their own 27-yard line. Wir brauchen einen Score. Laufmäßig funktioniert nicht. Brought down by Bryce Callahan. 1-yard gain brings up second and 9 at the 28-yard line. Asiasi, kommt nicht. Newton's pass complete to Devin Asiasi. It's a gain of 8. Brings up 3rd and 1. Schöner Lauf. That's good for a Patriots. First down. First and 10 at the 43-yard line. Edelman. Mit dem Catch. Julian. That's good for a Patriots. First down. First and 10 at the 41-yard line. Macht noch einen. J.J. Taylor, the ball carrier. 5 yards. The tackle made at the 36-yard line. It's a gain of 5. Brings up second and 5. Ja, schöner Lauf und das ist Touchdown, New England, Touchdown, James White, 36 Yards Touchdown, auch er kann es. Schöner Drive jetzt von den Patriots. Zu 14 müsste es stehen, jawohl. 24-14. 10 Punkte. Alles noch drinnen. Ein Defense Big Play oder zwei Defense Big Plays. Ein Big Play, ein Stopp und dann mit Offense. Und dann. Alles ist möglich. 2 Minuten jetzt noch im dritten Quarter. Lauf stoppen. Melvin Gordon, the ball carrier, taken down right at the line of scrimmage. No gain on the play. Brings up second and 10 at the 25-yard line. Und sack. The quarterback sack. Adam Butler. 4 yards. And it's third down. Mit dem sack. And 14. Genau so muss es. Empty backfield
Und ja, da ist der Stopp. Vierter und drei. Und das wird gepantet. Da ist der erste Stopp der Patriots Defense. Fair Catch. Und jetzt Punkte. Der Drive muss mit Punkten abgeschlossen werden. First down. That's good for the Patriots. First and 10 at the 34-yard line. Oh, what a hit. Minus yards. A loss of a yard brings up second and 11 at the 34-yard line. Edelman, catch. Julian Edelman, that's good for a Patriots. First down and quarter end. That's the end of the third quarter of play. With the score, with this quarter. Broncos 24, Patriots 14. Ah, come on, pass interference. Pass. Junge. Intended for Julian Edelman. Incomplete. It's now second and 10. Edelman. First down. That's another Patriot. First and 10 at the 39-yard line. Nicht zu viel riskieren. Zu hoch geworfen. Newton's pass, intended for J.J. Taylor, incomplete. Brings up second and 10. Oh, und face mask. Personal foul. Face mask. Defense. Jawohl. Und automatic first down. Marquise Lee. Intended for Marquise Lee. Hat nicht gerade Zauberhände. Second and 10 at the 21-yard line. Hat nicht gerade Zauberhände, Marquise Lee. Edelman. First down. Julian Edelman. That's good for a Patriots. First down. First and goal at the 5-yard line. Und Touchdown Patriots. Marquise Lee, der Mann mit den lockeren Händen, macht den Touchdown. Wichtiger Drive, guter Drive. Fehlerfreier Drive. Justin Rohrwasser for the extra point. Rohrwasser und der Kick ist gut. 21 zu 24 nur noch. Aus Two Score macht. Oh, One Score. Das war schon ein Three Score Game. So. Ein Three Score Game. Three Score. Three. Und jetzt muss wieder ein Stopp der Defense her. 5 Minuten 39 auf der Uhr. Oh,
Kaepernick's pass complete to Noah Fant. Zweiter und fünf. A gain of five brings up second and five at the 30-yard line. Guter Stopp. Number 30, Philip Lindsay, the ball carrier. Lauf für ein Yard. At the 31. It's a gain of a yard. And it's third down. Third down, jetzt muss wieder ein Stopp her. Und da ist die Interception, Stephon Gilmore. Wow. Interception. Und Cam Newton. Genau das, was man wollte. Und James White für 5 Yards. James White, the ball carrier. He's tackled at the 7-yard line. It's a gain of 5. Brings up 2nd and 5. Nein! Interception. Wieder die Nummer 21. AJ Bouye. Oh no! Big play with the Broncos defense. Oh, oh, oh. Yeah. Ah, flag. Yeah, that's... Oh. Zweite interception. Kaepernick's pass intended for Tim. Yeah, it must be done. Stop her. Covered by Jason McCourty. Dritter und lang. Kaepernick's pass complete to Melvin Gordon. Taken down back at the 42. Incomplete pass. Yeah, intentional grounding. Vierter und 17 und das wird gepantet. So, jetzt muss man aber anschreiben. So eine gute Feldposition gehabt und dann ist es nur eine Interception. Ein guter Punt jetzt. Ah, come on! Newton's pass intended for Devin Asiasi. Incomplete. AJ Boye on the coverage. Marquise Lee, first down. Ja, jetzt muss man mit der Zeit spielen. First and 10 at the 18-yard line. Newton's pass complete to Julian Edelman. It's a pickup of 3. Brings up 2nd and 7 at the 21-yard line. Edelman, schöner Catch. Julian Edelman. That's good for a Patriots. 1st and 10 at the 38-yard line. Second
So, wir lassen die Zeit runterlaufen auf die 2-Minute Warning. Es wird nochmal spannend. First and 10. Ah, that drop. Intended for JJ Taylor. Incomplete. That drop Taylor then bar. Down and 10. Oh, little man. That's another Patriots. First and 10 at the 43-yard line. Broncos here. To Julian Edelman. It's a gain of 9. Brings up second and a yard at the Broncos 34-yard line. JJ Taylor. Es wird spannend. Wir nähern uns der Endzone. First and 10 at the 32-yard line. Und wir nehmen unser erstes Timeout. He was brought down by Vaughn Miller. A gain of a yard. Brings up second and 9 at the 30-yard line. 25, 25, 25, 25. Thomas. Ah, Flag. Ist am Start. Defense. Oh. Sehr schön. Da gibt es Yards dazu. Rex Burkhead. Zweites Timeout, 3 Punkte, sind wir hinten, ein guter. Und Touchdown, Julian Edelman. Die Patriots führen mit 27-24. Julian Edelman mit dem Game-Winning Touchdown. Wow, schöner Drive von den Patriots. Viel Zeit von der Uhr genommen. Die Broncos nehmen keine Timeouts. Warum auch immer. 28-24. 4 Punkte. 21 Sekunden Zeit, um einen Touchdown zu machen für die Broncos. Ein fast ein Ding der Möglichkeit, da muss jetzt schon wirklich ein big, big player. 17 Sekunden und ein weiter Weg zu gehen. Ja, Colin Kaepernick wird tiefe Pässe werfen. Und da ist die Interception. Williams. Ja, das hat Kaepernick. Und die Broncos schlecht gemanagt. Sie nehmen keine Timeouts, haben alle drei Timeouts. Versuchen hier nicht irgendwie. Ja, das war's. Wir gewinnen ein aufregendes, spannendes Spiel. Jetzt nehmen sie ein Timeout. Alter Verwalter, 6 Sekunden auf der Uhr. Jetzt nehmen die Broncos
das erste Timeout. Alter, come on. Also da ist bei den Broncos ordentlich was schief gelaufen. Führen hier zur Halbzeit 17-7 und dann geben sie das Spiel aus der Hand, weil sie die Clock einfach nicht gemanagt haben. Jetzt hauen sie die Timeouts raus, wo schon alles vorbei ist. Da bringen die Timeouts auch nichts mehr. Wir gewinnen dieses fulminante Spiel, in dem es so aussah, als würden wir untergehen. Mit 28-24. Broncos haben geführt, 17-7 zur Halbzeit. Dann tolles Comeback. Interception, Touchdown. Gestoppte Defense, Touchdown. Dann Interception, kein Touchdown. Dann Defense gestoppt. Zeit gemanagt und der Game-Winning Touchdown. Newton auf Edelman. Tolles Matchup hier heute. Kaepernick, einen Touchdown geworfen. Wer hätte das gedacht? Na, Passer Rating 84. Ja, zwei Interceptions. Auch Kaepernick mit zwei Interceptions. Aber Cam Newton, 273 Yards, zwei Touchdowns. Der längste war 55 Yards. James White wieder mit einem Touchdown. 97 Yards, kein 100er leider. Cam Newton mit einem Rushing Touchdown. Und Whittle mit einem Rushing Touchdown. Edelman, 10 Receptions für 131 Yards und einem Touchdown. Wow, das war das Spiel des Julian Edelman. Marcus Lee, wenn er nicht vorhin so viel gedroppt hätte, hätten wir uns viel leider erspart, aber hat dann dennoch einen Touchdown gemacht. Thomas, gut unterwegs. Ja. Ja, ein Sieg. Wir stehen jetzt 4-1. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bussi Spachi. Abo und Like nicht vergessen. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Lützinator.